So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beetle Gang. Das ist mein weiblicher Schmuckhornfrosch AJ und heute gucken wir uns mal die Haltung von diesen schönen Fröschen an. AJ ist ein Ceratopsis canveli, die wohl häufigsten Schmuckhornfrösche hier in Deutschland in der Zucht und Haltung. Weibchen dieser Art können bis zu 17 cm lang werden und Männchen bis zu 12 cm. Schmuckhornfrösche sollten einzeln gehalten werden, da sie kannibalisch sind und so gut wie alles fressen, was in ihr Maul passt. Also sollte man nicht ein großes Weibchen mit einem kleinen Männchen zusammenhalten, weil das Männchen wohl nicht lange überleben wird. Wenn wir schon bei der Nahrung sind, dann kann ich euch jetzt auch gleich nochmal sagen, was die Frösche alles fressen. Den Tieren kann man Mäuse, Mehlwürmer, Schaben, alles an Insekten und Kleintieren verfüttern. Denn sie fressen, wie schon vorhin gesagt, wirklich so gut wie alles. Also es ist eine richtige Vielfraße. Hier zeige ich euch schnell, wie ich AJ fütter. Ich nehme sie eigentlich immer raus, tue sie in eine kleine Plastikbox oder auf meine Hand. Und ja, dann halte ich einfach das Futterinsekt oder Futtertier vor ihre Schnauze und dann frisst sie es eigentlich schon. Warum ich sie rausnehme, hat einen bestimmten Grund. Und zwar im Terrarium wäre es natürlich schöner, sie zu füttern und nicht so viel Stress für das Tier. Aber im Terrarium ist natürlich immer die Erde und sowas. Und wenn sie dann zu viel Erde verschlucken, könnte es auch ziemlich schnell Krankheiten erregen. Deswegen nehme ich die Frösche eigentlich immer raus zum Füttern. Was auch noch sehr, sehr wichtig zu beachten ist bei der Haltung von Schmuckhornfröschen, ist der tiefe Bodengrund. Die Frösche graben sich meist so tief ein, dass nur noch der Kopf rausschaut. Und wenn der Beute vorbeiläuft, schnappen sie zu. Sowas nennt man Lauerjäger. Also die Frösche bewegen sich auch nicht großartig. Also wenn jemand was will, was actionreich ist, was sich viel bewegt, dann sollte man sich eher Laubfrösche oder andere Baumfrösche holen, denn Schmuckhornfrösche bewegen sich wirklich nicht viel, außer sie gehen ins Wasser oder suchen sich einen anderen Platz zum Verbuddeln. Die Wasserschale sollte nicht zu tief sein, denn Schmuckhornfrösche baden nicht gerne, also es sind keine großartigen Schwimmer. Also die Wasserschale sollte nicht so tief sein, dass der Frosch wirklich schwimmen muss, sondern immer den Boden berühren kann. Die einzige Zeit, wo die Frösche wirklich ins etwas tiefere Wasser gehen, ist die Paarungszeit. Die Paarungszeit beginnt mit der Regenzeit und Geschlechtszeit sind die Frösche ungefähr mit 18 Monaten. Während der Paarungszeit suchen sich die Männchen ein passendes Weibchen. Wie bei vielen anderen Fröschen, das Männchen, was am lautesten quakt, hat die Weibchen. Und ja, beim Terrarium der Tiere ist es auch wichtig zu beachten, immer lebende Pflanzen im Terrarium zu haben, denn das tut den Tieren einfach besser und es sieht schöner aus und es ist auch viel natürlicher, denn Plastikpflanzen bin ich jetzt insgesamt nicht so ein Fan von. Und den Tieren tut es, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut. Deswegen, echte Pflanzen sind immer schön. Da kann man zum Beispiel Bromelien, Moos, Farne, alles mögliche. Rankenpflanzen kann man auch benutzen. Also Schlingpflanzen oder sowas, so Kletterpflanzen, die sich dann an die Rückwand oder so dran schlängeln. Und natürlich kann man auch, also Rückwände sind immer schön im Terrarium. Und was ich persönlich noch sehr schön finde, ist, wenn man Moosrückwände hat, so wie ich. Bei mir ist jetzt noch nicht so viel Moos dran, aber hat sich schon ziemlich verbessert. Also da kauft man sich einfach eine Kokosfaserrückwand oder eine Xaxim-Platte-Rückwand. Und dann wächst da entweder von selber irgendwann Moos raus oder man nimmt Moossporen und klebt die sozusagen da dran, also tut die einfach da dran reiben. Und mit der Zeit, wenn es schön feucht ist, dann wächst irgendwann Moos raus und das sieht in meiner Meinung auch sehr, sehr schön aus. Die Tiere benötigen auch eine entsprechende Feuchtigkeit. Da benutze ich dann den Exoterra Moons und Multi. Das ist eine sehr, sehr gute Beregnungsanlage. Also man kann auch Benebelungsanlagen benutzen, aber die halten nicht so gut feucht wie Beregnungsanlagen. Also ich bin eher für Beregnungsanlagen, obwohl Nebelanlagen auch sehr, sehr schön und sehr faszinierend aussehen im Terrarium mit dem Nebel dann. Aber effektiver sind auf jeden Fall Beregnungsanlagen in meiner Sicht. Das Terrarium hat Ausmaße von 60x30x30. Das reicht noch für so einen großen Frosch wie AJ jetzt ist. Die können deutlich größer werden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und da muss man halt wechseln zu einem 80x40x40 Terrarium oder sowas. Also hoch müssen die auf jeden Fall nicht sein, weil die Frösche können nicht klettern oder springen auch nicht. Deswegen reicht ein langes Terrarium. Als Beleuchtung benutze ich eine 23 Watt Kompakt UV-Lampe. Die Tiere brauchen nicht unbedingt eine Wärmelampe, denn 20 bis 25 Grad reichen vollkommen aus. Wie man hier auch sieht, habe ich im Terrarium in der Erde ein Thermometer, was man eigentlich für Braten oder sowas benutzt, um zu schauen, wie warm die sind. Denn es ist immer wichtig, dass die Substrattemperatur über 20 Grad hat, denn wenn es unter 20 Grad ist, wird es schwer mit den Füttern, da die Tiere dann meistens aufhören zu fressen. Im Winter können die Tiere eine Trockenruhe halten. Während der Trockenruhe sollte man die Temperatur auf 15 Grad runtersenken und ja, dann wartet man einfach nur und dann vergraben sich die Frösche und kommen nach circa
ca. 3 Monaten wieder hoch ans Licht. Aber man muss auch selber nochmal ein bisschen sprühen, bevor sie rauskommen, weil sonst wissen sie nicht genau, wann die Trockenzeit zu Ende ist. Und dann hilft es den Fröschen einfach nochmal. Man sollte die Trockenruhe auch nicht meiden, da diese sehr gesund ist für die Frösche. Das war's mit dem kleinen Video zu Ceratopsis cranvelli. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.